So. 14.02.1998. Es ist 2 Uhr nachts. Bin gerade von einer geilen Party von der Waldorfschule heimgekommen. Um 7 Uhr sind wir hin. Ich, verkleidet als Signalzahnpasta, musste 5 D-Mark zahlen, unverkleidet 9 D-Mark. Also ging's dann los. Erst war's öde, eine Modenschau, ein Fitnessprogramm und eine Band sorgten für Stimmung. Aber trotzdem war es langweilig. Bis wir mit 5 Jungs gelabert haben. Der eine hieß Niki und er war voll cool, so mit abrasierten Haaren. Dort haben wir auch ein Bier getrunken. Nachher kamen noch 3 Typen vorbei. Der eine ging auf die Donaueschinger Berufsschule und war okay. Nach einer BH-Modenschau mussten wir heim. Heute ist Valentinstag, Tag der Liebe. Ich würde gern so vielen Leuten sagen, dass ich sie liebe. Zum Beispiel erstens Thomas Mayer, zweitens Thomas Weber, drittens Christoph Engesser, viertens den Typen aus Ansbach, fünftens Niki aus der Waldorfschule, sechstens Leonardo DiCaprio. Hoffentlich zeigt jemand mir auch seine Liebe. Alles Gute zum Valentinstag, Tagebuch. 14.02.98. Nochmal hi. Schade, hab nichts zum Valentinstag bekommen. Was soll's, ich hab ja auch niemandem was geschenkt. Trotzdem. Apropos Leonardo DiCaprio. Aus dem Film Titanic, der ist so süß. Gerade kommt das Lied My Heart Will Go On von Celine Dion auf Radio 7. So geil, der Film ist super. PS, Zeugnis am Montag war scheiße. Hi, 16.02.1998. Heute in einem Monat werde ich schon 16 Jahre alt. Cool. Da gerade Fasnacht war, also Karneval, habe ich dann auf einer Fasnachtsfeier einen Typen kennengelernt. Der hieß Benny und ab dem Moment, als ich ihn gesehen habe, war ich in ihn verschossen. Hi, 23.02.1998. Ich kann mich vor Liebe kaum halten. Ich habe eine neue Nummer 1 auf meiner Liste. Erstens Benny. Zweitens die 2 Thomasse. Drittens Christoph und Niki. Viertens Simon. Die 2 aus Ansbach und so weiter. Ich liebe euch. Ja, und dann habe ich angefangen, diesen Benny zu stalken. Hi, 24.02.1998. Um 9 Uhr fing der Tag für mich an. Um 11 gingen Valerie und ich zum Rahn, einen Einkauf zu erledigen. Dabei liefen wir an der Mozartstraße 36 vorbei. In dem Haus wohnt auch die Bianca. Und auch eben dieser Benny. Benny hat die Telefonnummer 3361. Mit einem Handy in der Hand stellten wir uns gegen 14 Uhr an die Straße. Wir taten so, als telefonierten wir. Und es war ja das Jahr 98, da waren es ja noch diese Riesenknochen. Und nicht zu vergessen, wir standen da auch im Abendkleid. 25.02.1998, hi. Heute Morgen sind wir wieder zum Rahn einkaufen. Benny hat schon wieder gepennt. Das sah man, weil die Rollläden unten waren. Hi, 27.02.1998. Schlechte Nachrichten. Sushi will nun auch was von Benny, seit sie weiß, dass der Baumann eine Freundin hat. Auf jeden Fall möchten Valerie, Sushi und ich was von Benny. Ich habe natürlich die wenigsten Chancen, denn ich bin zu dünn. Zu wenig Oberweite und zu viele Pickel. Dann kommt Sushi, etwas zu dick, und als Beste kommt Valerie. Sie ist höchstens zu klein. Na, dann kann ich mir die Chancen schon ausrechnen. 1:4:8. Dabei mag Benny keine Frauen, die rauchen, saufen, rotzen, rülpsen und spucken. Da wäre ich ja fast die Richtige. Am besten, ich suche mir doch jemanden anderen, vielleicht Thomas und so weiter. Wäre ja auch nicht schlecht. Ich hoffe aber, dass ich ihn bekomme, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Denn was will so ein Schönling denn von mir?
Es wäre natürlich super, super mega Affen Ober extra fantastisch, wenn ich Nadine Wedel ihn kriegen würde. Hi, 1.3.1998. Heute in 16 Tagen habe ich Geburtstag. 16 werde ich, schon so alt. Ich hab gute Neuigkeiten. Sushi will doch nichts von Benny. Sie besorgt uns aber Fotos von ihm. Hi, 7.3.1998. Bin irgendwie in Depri-Stimmung. Ich glaube, ich werde krank oder ich bekomme meine Tage. Wahrscheinlich bin ich so down, weil ich fast 16 bin und immer noch keinen Freund hatte. Jedes potthässliche Flittchen bekommt einen Typen. Jedes potthässliche Flittchen bekommt einen Typen ab, nur ich nicht. Bin ich echt so hässlich, so mies, so charakterlos, so unsympathisch, so kalt, so abweisend? Das möchte ich doch gar nicht sein, aber ich bin zu schüchtern. Bitte, lieber Gott, lass mich doch einen Freund bekommen, bevor ich 16 werde. Am liebsten meinen Schatz Benny. Aber ich stelle lieber keine Ansprüche, sonst stehe ich am Ende ohne da. Hi, 11.3.1998. Der Countdown läuft. Noch 5 Tage. Werde ich Benny bekommen? Schätze nicht. Chancen stehen 30-70. 13.3.1998. Die Bianca hat uns erzählt, erstens, er hat noch nie mit einem Mädchen geschlafen. Zweitens, er trägt Dieselunterwäsche. Drittens, er hatte mal was mit Lena. Viertens, und er kann Valerie nicht leiden. Die Chancen sind gewachsen. Aber ich bekomme ihn sowieso nicht. Er ist so schön, obwohl er heute 3 Pickel hatte. Aber was soll's, ich habe 1000. Noch etwa 2,5 Tage zu meinem Geburtstag. Ich freue mich. Aber ich würde mich mehr freuen, wenn ich mit Benny gehen würde. Doch das ist nur ein Traum, der an der Realität platzt. 14.03.1998. In fast nur noch einem Tag werde ich 16 Jahre und hatte noch nie einen Freund. Blamage. Nicht, dass ich lesbisch oder so wäre, aber es hat sich noch nie die Gelegenheit ergeben. Und wenn, dann habe ich den Schwanz eingezogen. Wenn es nicht Benny wäre, dann wäre ja der Simon oder der Thomas auch okay. 15.03.1998. Genau in 5 Stunden bin ich 16 Jahre auf der Erde. Jetzt geht das Leben erst richtig los. Zwar habe ich meinen größten Wunsch nicht erfüllen können, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Also ich mache mal Schluss. Morgen habe ich Geburtstag, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ich schreibe einen Vokabeltest. Ja, und 3-mal dürft ihr raten. Ich habe ihn natürlich nicht bekommen. 16.03.1998, 16 Jahre. Yeah, great. Also voll geil heute. Aber schade, dass ich Benny nicht gesehen habe. Aber am Freitag sicherlich. Ich liebe ihn doch so. Benny hat mir gefehlt. Dankeschön.